924, der Vorgänger dieses Modells, ist etwas zu alt und zu klapprig für meinen Geschmack. Aber geile Autos, Bro. Ich bin echt schon lange am Überlegen, ob ich mir mal irgendwann so einen alten Benz, also einen Benz Cabrio oder sowas kaufen soll. Bro, ich finde sowas so cool. Ich habe hier in Köln auch ab und zu so einen alten Jaguar gesehen. Ja, so ein bisschen so in diese Richtung. Digga, das ist so stylisch, Bro. Das ist so stylisch, Bro. Das ist so eine richtige James-Bond-Karre, Alter. Überhart, oder? Ich finde, der geht übelst dumm. Und ich glaube, die sind gar nicht so... Also ich weiß nicht, ob der, aber ich glaube, so diese diese Mercedes-Dinger, die ich meine, die sind gar nicht so crazy teuer. Also ist jetzt so 20.000, ist natürlich viel Geld für ein Auto, aber so ist es bezahlbar, you know? Ist jetzt, ist, ich sag mal, also nicht, dass jetzt ein guter Freund von mir sich einen gekauft hätte, aber ist jetzt kein 50.000 Euro Tesla bei 80.000 auf dem Konto. Versteht ihr, was ich meine? Also vom Ding her, liebe Grüße an Hugo an der Stelle. Aber welcher denn? Um's warte mal auf Wartung und Reparatur. Ja, das ist true, ne? Ich glaube, so Ersatzteile und so scheißt wahrscheinlich extrem böse rein bei sowas. Oder gibt's vielleicht gar nicht mehr. Ja, muss ich mich mal ein bisschen informieren. Ansonsten, ich sag ehrlich, Chat, ganz im Notfall, Digga, wird ja das Skateboard auf den Boden gelegt und dann gehe ich selber ran. Schön mit dem Schraubenzieher hier. Schön, dann packe ich hier die Männerhandtasche aus. Zack. Na, dann wird er selber hier schön. Hier, guck mal, Inbusschlüssel, Digga. Ist doch schon alles da. Gehe ich selber drunter, Junge. Zack, zack, der mit der Motor ein bisschen getuned. Mach ich kleines Chip-Tuning da unten. Ich habe echt keine Ahnung, wie ein Chip-Tuning gemacht wird, Bro. I don't know.